Lager hier kann man sich ja mal richtig gönnen. Oh, da liegt noch was. Moment. Übrigens, warum liegen hier Jeans? Haben die sich einfach ausgezogen und sind nackt weitergelaufen? Okay. Ich heiße Isabel Pinhermo Vello und bin Krankenschwester. Ich war dabei, als aus meinem Krankenhaus ein Hospiz wurde, dem Patienten nutzlose Transfusionen gelegt wurden und alle auf ein Wunder hoffen. Niemand versucht wirklich zu helfen. Weder die Ärzte noch die großen Unternehmen oder die Regierung. Deshalb habe ich mich entschlossen, etwas zu tun. Gemeinsam mit ein paar Freunden habe ich mich in den Dschungel aufgemacht, um den Stamm zu finden, der all das ins Rollen gebracht hat. Oha! Wenn die Indus die Krankheit auslösen können, können sie bestimmt auch behandeln. Higgins sagt, sie sind nicht mehr aggressiv, also will ich sie höflich um Hilfe bitten. Leute, dramatische Wendung der Geschichte! Ich bin mir bewusst, dass ich nicht ganz allein den perfekten Medizin herstellen kann. Ich bin ja nicht blöd und trotzdem glaube ich, dass die Informationen, die ich gesammelt, irgendwie nützlich sein könnten. Ich teile meine Ergebnisse mit jedem, der mit einem fairen Deal anbietet. Ich tue das aber nicht fürs Geld. Ich will nur helfen. Ja, ja, klar. Menschenleben zu retten, auf jeden Fall. Aber die Expedition wird Zeit brauchen und nicht ungefährlich sein. Außerdem begleiten mich gleich 5 andere. Ich muss über alle Mitglieder meines Teams nachdenken. Sie riskieren eine Menge für mich. Wir werden die Medizin miteinander niemandem verwehren, aber wir verdienen für unsere Mühen entlohnt zu werden. Ich will die gesamte Expedition in diesem Tagebuch festhalten. Wer weiß, vielleicht schreibe ich ja sogar ein Buch. So wie Higgins. Ja, das sind wir. Nur wird meins wertvoller sein. Ja, ja, komm, Fräulein, jetzt übertreibt man nicht. Und von deutlicher Medizin handelt. Erster Expeditionstag. Wir sind zu 4 aufgebrochen. Carlos, Blanca, Joao und ich haben Sorge, dass wir uns nicht genug Zeit zum Packen genommen haben. Aber das Chaos in der Stadt wird immer schlimmer. Also haben wir beschlossen, nicht länger zu warten. Es ist so schlimm, dass keiner im Krankenhaus gemerkt hat, wie viel Ausrüstung und Medizin ich mitgenommen habe. Alles klar. Kleine Diebin. Ich will den Diebstahl nicht rechtfertigen, aber wir werden das Zeug wenigstens für etwas Sinnvolles nutzen. Ha, das sagst du. Unterwegs haben uns ein paar Leute angesprochen. Sie haben gefragt, wohin wir wollen, ob sie sich uns anschließen dürfen. Ich konnte die Angst in ihren Augen sehen, aber wir können niemanden mitnehmen. Wenn Leute allzu aufdringlich werden, schüchtert Carlos sie ein. Glücklicherweise konnten wir bisher auf Gewalt verzichten. Wir halten unser Ziel geheim und Yao ist ziemlich gut darin, so zu tun, als wüsste er nicht, wohin er geht. Wir holen die Karte nicht hervor, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand die darauf markierten Routen sieht. Bisher kommen wir gut voran, sogar schneller als geplant. Tag 8. Blanca hat mir... Oh Gott, Leute. Text, Text, Text. Da fällt mir ein, wie wollen wir überhaupt mit den Indus in kommunizieren? Keiner von uns spricht ihre Sprache. Ich dachte, vielleicht zeige ich ihnen einfach verschiedene Blätter, Früchte und Wurzeln und sie müssen einfach nur nicken oder mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist natürlich auch so eine Glanzleistung. Wenn du nicht die Sprache dieser Ureinwohner sprechen kannst, wie willst du mit denen kommunizieren? Schwierig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yao ist tot. So viel zu dem Ausflug der Truppe. Yabawaka haben uns angegriffen. Ja, das sind die bösen Stammesmitglieder hier. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt. Überall war Blut. Wir wollen doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus. Wie Skelette. Sie waren wie Tiere. Wie Dämonen. Wir haben Yao dort gelassen. Blanca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt, dorthin zurückzugehen. Ich habe mein Tagebuch und damit wollte meine Aufzeichnung verloren. Aber ich musste bei Yao schreiben, um das zu verarbeiten, was passiert ist. Freunde. Oha, was ist denn hier los? Das war das letzte Lager von denen. Und dann ging alles schief. Tja, selber schuld. Warte mal kurz. Oh Gott, ich will diese Axt auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich Platz? Warte mal. Fällt mir gerade ein hier. Komm mal her. Wie viel hat die eigentlich? Wie viel Power? Ach, die ist noch gut haltbar. So. Dich tun wir da hin. Ach, wir sind richtig gut ausgerüstet, sehe ich gerade. Können wir nicht, okay. Aber wir haben auch wieder viel zu viel im Gepäck. So, warte mal. Das legen wir mal ganz kurz hier hin. Jetzt machen wir erstmal hier schnell Feuer parat. So ein Ding ist das. Was ist das denn? Bambus-Wassersammelstelle. Das ist die da hinten. Die haben wir schon gesehen. Aber ich will erstmal Feuer machen kurz. Und dann bauen wir uns hier ein richtig geiles Lager auf, Freunde. Ich sag's euch. Übrigens, das scheint auch neu zu sein vom Patch. Hier dieses Feuersymbol und alles, die Symbole sehen etwas anders aus als sonst, wenn ich mich täusche. Und wenn man hier drückt,
ist es auf einmal farblich. Das war vorher auch nicht. Wahrscheinlich von dem Update auch tatsächlich. Haben sie doch die Grafik ein bisschen aufpoliert? Könnte das sein? Ich meine, die Uhr ist nämlich auch ein bisschen schärfer als sonst. Vielleicht ja doch ein bisschen Grafik-Update. Im ersten Moment kann ich es nicht so richtig sagen. Aber wer weiß. Moment. Eine Runde Castaway spielen. Wir haben Feuer gemacht. Man kennt es. So, hab ich denn noch Zunder? Das wäre natürlich jetzt ganz vorteilhaft. 4 Stück. Oh Gott. Müssen wir auch aufpassen. Haben wir nicht mehr viel von tatsächlich. So, hier mal einen Stein. Ja. Ah nee, Quatsch. Ich wollte den Feuerstein. Ein paar Tage nicht gespielt hier, bis direkt wieder raus aus der Materie. So. Yes! Haben wir Feuer. Sehr gut. Alright. Hoffentlich habe ich noch was Geiles zu essen. Haben wir noch was Geiles zu essen? Können wir eigentlich so eine Dose da draufstellen? Geht das? Ich glaube, das bringt gar nichts. Dose können wir so essen. Okay, wow, wir haben Feuer gemacht, aber wir haben gar kein Fleisch. Auch nicht schlecht. Nahrung, Tabak und Medizin. Okay, warte mal, warte mal. Was ist das? Achso, das haben wir schon gelesen. Ich würde sagen, lassen wir mal... Ach komm, lass mal einfach hier liegen, was soll's. Was soll's? So, wir haben Feuer gemacht. Moment, dann würde ich sagen, einmal kurz schnell speichern hier. Sicher ist sicher. Und zack. Alright. Aber krass, dramatische Wendung, Freunde. Ich dachte eigentlich, wir würden in den Urwald gehen, um das Heilmittel zu finden. Tun wir ja auch im Prinzip. Aber wir haben gerade eben erfahren, dass die hier die Ureinwohner angeblich schuld sind an der ganzen Misere. Dass es ausgebrochen ist. Und das ist natürlich eine dramatische Wendung. Die bösen Ureinwohner, man kennt sie. So, warte mal, hier, Mikro blinkt auf, gucken wir mal. Dialog wählen, was dieses Lager angeht. Mia, ich habe eine grob skizzierte Karte gefunden, östlich vom Lager. Ich habe ein Lager gefunden, es sieht verlassen aus, aber jemand hat hier... Komm, das nehmen wir. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But... maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Auf jeden Fall, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Das braucht wirklich keiner mehr. Was dieses Lager mir... Okay, warte. As for that camp, looks like they're resourceful. Anaconda getötet, ja, Mann. Put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Als Totem aufgestellt, auch nicht schlecht. Macht auf jeden Fall Eindruck, da haben sie recht. Survival of the fittest. Ja, Mann. Nur die Stärksten überleben, man kennt es. So. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. I knew I wasn't just seeing things. Ich habe mich gerade entschlossen, die ganzen Notizen nochmal hier hinzulegen. Vielleicht brauchen wir die später nochmal. Okay, also die Karte könnte uns den Weg zu einem anderen Camp zeigen, hat er gerade gesagt. Habe ich es richtig verstanden? Warte mal. Ich gehe nochmal speichern, damit wir die Unterhaltung mit Mia nicht nochmal führen müssen nachher, falls ich sterbe. Moment. So. Cool. Okay, okay, okay. So, wir brauchen auf jeden Fall Kokosnüsse, Freunde. Das Ding ist, jetzt sind wir in einer neuen Area. Ich habe hier noch keine einzige Kokosnusspalme gesehen. Jetzt sind wir, wie gesagt, im Bambuswald. Aber wir können hier nochmal gerade gucken. Moment. Was könnten wir denn Geiles bauen? Weil ein Bett haben wir... Ach stimmt, Moment, haben wir ein Bett hier? Wir können hier speichern, aber können wir hier schlafen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht. Was bist du denn überhaupt? Schmerzmittel? Oha! Komm zu Daddy. Aspirin im Dschungel gefunden. Ha. Gar nicht mal so schlecht. Guck mal, weil hier steht ja schon alles parat. Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen eigentlich nur noch ein Bett zum Pennen und dann ist alles tutti. Moment. Dann ist doch alles super hier. Hütte, Unterstand. Holzbett. Warte mal. Holzscheit. Stockbett. Lager. Langer Stock. Komm, sollen wir mal so ein richtiges Bett bauen? Komm, wir bauen mal ein richtiges Bett. Vielleicht hilft das ja auch nochmal, dass wir dann quasi fitter sind. Und? So. Da bauen wir jetzt ein Bett hin. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Holzscheit. Mal gucken, ob ich irgendwas im Inventar schon habe. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Nein, auch nicht. Nee. Alright, okay, warte mal. Dann müssen wir erst hier eine Runde hacken gehen. Gib mir mal meine geile Axt. Komm zu Daddy. Ein dicker Baum. Das sind alles Bambusbäume hier. Oh Gott, Beruhigung. Der sieht doch gut aus. Also mitten im Wald steht er mit der Axt hier und fällt Bäume. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Oh Gott, da kommen sie auch alle runtergefallen. So, Moment. Gut, dass das Bett nicht so weit weg ist. Komm, die schlägen wir mal dahin. Okay, können wir die hier? Oh, schenk fest, Freund. Legen wir auch mal dahin. Hep. Und den langen will ich auch nochmal haben. Komm her. Das sind richtig gute Ressourcen hier. So, das. Und den langen. Oh, warte mal, da habe ich was gesehen. Was bist du denn hier? Cool, sehen gut aus. Nehme ich mit. So, warte mal. Was brauchen wir denn jetzt? Jetzt haben wir erstmal ein paar Stöckchen hier gesammelt. Gucken wir nochmal rein. Also, wir brauchen Holzscheit zweimal, ein Stock viermal, ein langer Stock fünfmal sogar. Ah, wir müssen wahrscheinlich erst die großen legen, ne? Erst hier die Dinger. Moment, nein. Nein. Ach, das ist, manchmal trackt er das nicht so richtig. So. Komm mal her. Ich das hier so. Oh Gott. Hat das geklappt? Nee. Ich höre ja auch schon wieder eine Schlange irgendwo, weißt du? Die lauern überall, die Viecher. So. Erstmal den hier im Boden kloppen. Ha, geil. Alright. Dann dich hier. Nein, das war auch nicht gut. Moment. Moment. Nein, ich will den haben. Und zack. In den Boden. Sehr gut. Okay. Diese Drecksschlange da hinten, die macht mich voll nervös. Warte mal. Du machst mich nervös, Kollege. So ein Ding ist das. Aufgespießt, Kollege. Und das Gute ist, wir haben sogar noch Feuer da hinten. Kurz um die Ecke gebracht. Lauf. Gut, bisschen Feuer haben wir sogar noch. Geil. Komm mal her. Okay, dann lassen wir das Fleisch da schön braten. Und wir bauen in der Zeit weiter. Hä? Was ist los? Ach so, pass out? Oh nein. Ja, wir müssen dringend schlafen, ne? Wir müssen dringend schlafen.
So, den auch in den Boden gekloppt. Gib mir mal den. Oh Gott, wo sind das? Macheta da fallen lassen. Gerade ein bisschen schwierig hier, ne? So. Alright, okay, das hätten wir. Komm zu Daddy. Och, der hat das schon direkt da reingeschmissen, sehr gut. Warte mal, lass mal ganz schnell hier. Irgendwas snacken, Thunfisch, komm, gib mir mal schnell Thunfisch. Okay. Und jetzt brauchen wir nochmal einen von der dicken Sorte. Der hier, nein, das ist Bambus. Der. Der ist es. Ah, Baumfeld! Einmal du. Alright. Geil. So, das hätten wir. Und jetzt, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir die langen Stöcke. Okay, gut, passt. Da vorne müssten ja jetzt noch jede Menge lange Stöcke liegen. Von gerade. Ach, guck mal hier. Ja. Komm her. Genau, und dich nehmen wir auch mit. Boah, wir werden den Schlaf unseres Lebens haben auf diesem Bett, glaube ich mal. Hoffe ich zumindest, dass das irgendwie mehr bringt. Ach, schon wieder Pass Out. Oh Gott, der Kollege macht was mit hier, sag ich euch. So. Okay, jetzt kommen. Nein. Ja. Alles klar. Und nochmal. Ach, nochmal? Okay, wir brauchen noch einen langen. Einen brauchen wir noch, Moment. Haben wir hier noch einen liegen? Nein. Ja, Blätter, die nehmen wir aber auch mit, Moment. Gib mir die Blätter. Okay, und ja, komm. Vielleicht klappt's ja. Oder fällt er ins Wasser? Ha, gerade so aufgefangen. Alright. Komm zu Daddy. So, und jetzt hier Blätter drauf knallern und dann müsste es doch eigentlich gut sein. Dann haben wir unser erstes stabiles Bett gebaut. Geil. Ne, Federn will ich nicht. Da, Blätter. Numero uno. Dos. Und fertig. Geil. So, warte mal. Dann gehen wir jetzt mal schnell eine Runde pennen. Und dann gibt's zum Frühstück ein bisschen Schlangenfleisch. 4 Uhr ist gut. So, pass auf, passt. Direkt zum Frühstück Schlangenfleisch gönnen. Ist das durch? Gekocht, sauber. Komm zu Daddy. Ha, geil, okay, alles klar. Das hat wunderbar funktioniert. Was mit dir da hinten? Oh, geil, aus dem Flug abgeholt. Guck ihn, Freunde. Ihn aber direkt weggeholt. Nice. Tja, hätte ich ihn mit mir anlegen sollen. Nein, Moment. Gib mir mal die Federn. Die Federn will ich haben. Können wir schöne neue Pfeile mit herstellen. I need a drink. Okay, geil. Ja, du fliegst nirgendwo mehr hin, Kollege. Können wir ihn auch aufs Feuer schmeißen? Moment. Komm mal her. Keine Ahnung, das Feuer ist gerade so ein bisschen weggeglitscht, aber gut. Es funktioniert noch. So, du bist jetzt mein neues Haustier. Da, das ist jetzt dein Vogelkäfig. Alles klar, geht's dir gut? Nice, passt. So, wir lassen das Fleisch mal ein bisschen braten. Gehen aber jetzt schnell speichern.
Und dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Freunde, wie immer an der Stelle, Bewertung nicht vergessen, ganz wichtig, das liebt der YouTube-Algorithmus. Kommentieren, liken, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, so könnt ihr mir am einfachsten und am besten helfen. Ich weiß, das klingt immer wie eine Floskel, ist aber tatsächlich so. Und ja, wie gesagt, gönnt ihr mir, gönne ich euch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss!